diese ganze Hetzerei, wenn eine grüne Partei daherkommt und will den Frieden herbeibomben, das ist ja wohl das allerletzte, oder? Ja, also, die Grünen sind ja schon lange keine Friedenspartei mehr. Petra Kelly damals, sie war noch eine echte Friedensaktivistin, die war gegen die NATO und hat sich da auch konsequent gegengestellt. Und heutzutage, ja, sieht man solche Positionen bei den Grünen gar nicht mehr. Die vertreten nur noch transatlantische Interessen und natürlich, ja, immer mehr Stationierung und immer mehr Waffen. Also was vor der Bundestagswahl gesagt wurde, wird ja definitiv nicht eingehalten, oder? Ja, vor allen Dingen, wenn man bombt und bombt und bombt, bis eine Seite erschöpft ist und aufgibt, um dann doch über den Frieden zu verhandeln, dann könnte ich ja die Bomben gleich weglassen und gehe sofort zum Verhandeln. Leider verdienen dann die ganzen Firmen nicht. Und dann muss halt ein, wie heißt er denn, von England, Boris Johnson eintreten und muss Zelensky Friedensverhandlungen verbieten. Der Krieg wäre ja so gleich am Anfang beendet worden. Aber das ist ja nicht gewollt. Dann verdient man ja kein Geld als NATO. Beziehungsweise als NATO-Konzerne. Rheinmetall gehört BlackRock, die Baufirmen, die die Ukraine aufbauen, gehören hinterher, gehören auch BlackRock. Also es wird sich einfach nur dumm und dämlich verdient am Tod der Menschen in der Ukraine. Es muss auf alle Fälle verhandelt werden. Es kann ja nicht sein, dass ein Barack Obama 5 Milliarden für die Modernisierung der Atombomben, der B61, T12 oder wie auch immer ausgibt, damit sie genauer trifft, damit sie skalierbar ist, damit man so dumm ist und auf die Gedanken kommt, dass ein Atomkrieg möglich wäre. Also wer so einen Schwachsinn sich ausdenkt in den USA. Und es ist ja auch, letztendlich ist es ein Krieg. Es heißt ja auch von der Mentalität in amerikanischen Thinktanks, Europa ist ganz nett, da sind ganz alte Gebäude, da kann man schön Urlaub machen. Aber wenn das dann im Atomkrieg eine Glaswüste wird, ist uns das dann auch scheißegal. Also die USA, die fasst das ja zusammen nach irgendwelchen wirtschaftlichen Faktoren. Ja, es geht nur um Geld. Ja. Es geht nicht mehr um die Menschen, es geht nicht um die Menschheit. Entweder bin ich für den Frieden, ich kann nicht seit 1947 in illegalen Kriegen 30 Millionen Menschen ermorden. Ich sag mal, wenn man gewisse Bücher liest, die ganzen Massaker in Lateinamerika, das ist schon wirklich widerlich. Und die müssen sich schon mal überlegen, wo die Reise hingeht mit dem Frieden. Ich hab, in den 90er Jahren habe ich an Weltfrieden gedacht, da habe ich aber noch nicht kapiert, wie die USA funktionieren. Ja, dass ja. Die halt nur, sag mal, wenn die 17.000 Milliarden Bruttoinlandsprodukt haben und 7.000 Milliarden davon sind nur für Waffen, für Rüstung, für mit anderen Worten, wenn es Weltfrieden gibt, ist die USA schlichtweg pleite. Ja, ist so ein bisschen Wildwest-Mentalität bei denen, ne? Ja, ich meine, die Ukraine heißt ja auch nur da unten an der Kante, glaube ich, im Russischen übersetzt. Das ist ja eigentlich auch Wildwest für die USA gerade. Da wollen sie auch nur sich dumm und dämlich verdienen. Ja. Wir danken dir. Ganz herzlichen Dank an dich. Dankeschön.